Also ich stelle mich eben noch mal kurz vor, Cordula Zimmermann. Ich leite das Studienseminar in Neuss und Thomas Kross ist Lehrer an der Gesamtschule, ne? Am Gymnasium in Hamburg. Er wird einen zweiten Teil machen. Wir haben die Arbeit ein bisschen geteilt. Ich werde ein wenig allgemein über diese Geschichte erzählen, dass wir diese Idee haben, hier freie Software in Schule und Ausbildung zu kriegen. Und Thomas wird fortsetzen mit Beispielen, ich glaube aus dem Bereich Mathematik wird das so sein. Die Frostcon ist für mich insofern ein bedeutsames Datum, als vor einem Jahr ich hier mit Roland und mit Ferdinand hier oben gesessen habe und überlegt habe, ob diese Seminarix-Idee nicht unter einer neuen Basis, nämlich Sidux, weitergehen könnte. Hat jemand hier schon mal mit Seminarix oder Programm darauf gearbeitet? Kennt jemand, wer kennt das Projekt? Fragen wir mal so rum. 1, 2, 3, 4 etwa hier. Das heißt, ich muss immer überlegen, wie viel ich dann hinten dran sozusagen erzähle. Also, die Idee ist die, dass in den Seminaren, in der Lehrerausbildung, das ist eigentlich so das Einstiegsportal für die Lehrerausbildung, dass da natürlich die Frage auftaucht, wie viel an freier Software ist denn da und kommt da hin. Und im Seminar Neuss haben wir da an zwei Stellen gearbeitet, dass wir gesagt haben, hier gibt es ein paar Fragen hier. Ne? Wenn wir natürlich hier eine legale Nutzung haben, dann kann es nur heißen freie Software. Denn ich kann als Leiter einer Behörde natürlich überhaupt nicht akzeptieren, dass auf den Rechnern des Seminars Neuss irgendwo irgendwelche Raubkopien oder sonstige Dinge drauf sind. Und deswegen legale Nutzung kostet. Ich habe in meinem Seminar in Neuss pro Jahr ungefähr 1.400 Euro zur Verfügung. Da gehen Bücher raus, geht Papier raus, geht Software raus, geht und so weiter. Sie können sich unschwer vorstellen, dass die Alternative relativ klar und deutlich ist. Freie Software. Erstens mal gibt es exzellente Programme. Das zweite, die Nutzung ist völlig legal und völlig kostenfrei. Das ist ein ökonomisches Argument. Ich glaube aber, dass es für die Seminare ein zweites auch ein politisches Argument gibt. Wenn wir wirklich eine kritische Mediennutzung bei den Referendaren, bei den künftigen Lehrern haben wollen, dann müssen wir auch was klären über die Bedingungen von Software, die Entstehung von Software und ähnliche Dinge mehr. Raubkopie, habe ich gesagt, ist kein Kavaliersdelikt. Ich weiß, dass meine Referendare hier häufig kommen und sagen, ach Herr Zimmermann, ich habe da mal ein wunderbares Videoschnittprogramm hier, das kann ich Ihnen gerne mal so geben, kommt nicht in Frage. Definitiv nicht. Die Frage des politischen Bewusstseins der Nutzer ist auch inzwischen so zu beantworten, man kriegt es am Datengau zum Beispiel, man kriegt es mit an den Schnüffelideen von meinem Landsmann Schäuble, man kriegt es an einer Reihe von Ecken natürlich mit, dass das Bewusstsein darüber, was Datenschutz, was Verschlüsselung, ähnliche Dinge heißt, wirklich sehr unterentwickelt ist. Das muss aus meiner Sicht, also ich sag mal, es gibt eine der Stellen, wo man da was dran tun kann, das ist die Lehrerausbildung. Das hat zu zwei Ideen geführt. Die erste Idee ist die Seminar-CD, freie Software für die Arbeit in Seminar und Schule. Und für mich ist natürlich das Seminar vorne an, aber natürlich die Schule hinten dran auch, weil die Referendare natürlich ihre Praxis gewinnen in der Schule. Basis, proprietäres Betriebssystem Windows. Ich habe richtig viel bezahlen müssen, bis ich die entsprechenden Lizenzen für unsere Seminarrechner zusammen hatte. Und unsere Ziele kann man relativ schnell sehen, kritisches Bewusstsein über Medien, Informationen über freie Software. Auszubildende sind als mündige Nutzer anzusehen und nicht nur einfach zu beschulende Objekte und zur Verfügung stellen von guter Software. Und natürlich, das habe ich schon erwähnt, die legale Nutzung. Das zweite Projekt sieht so aus. Ich gehe nochmal zurück und dann sieht man es, glaube ich, viel schneller. So. Das zweite Projekt ist Seminarix. Der einzige wirklich große Unterschied ist der, dass bei diesem Projekt auch die Basis des Betriebssystems selbst frei ist. Da habe ich dann mit verschiedenen Distributionen zu tun gehabt. Ich habe erst vor 3 Jahren haben wir begonnen hier mit Kubuntu, weil ich fand, dass die Kubuntu-Distribution sehr aufgeräumt ist und sehr nutzerfreundlich und die Lehrer auch mit einer gewissen transparenten Art und Weise informiert. Ich habe damals das große Glück gehabt, durch eine Reihe von Gesprächen, dass ich HP und Intel als Sponsor gewinnen konnte. Das war nicht viel, was sie zu bezahlen hatten. Ich glaube, 3.000 Euro ungefähr war das roundabout, weil die Kosten auch nicht so riesig hoch sind.
Als dann klar war, dass Kubuntu, das Problem ist immer, dass das muss auch frisch gehalten werden, wenn ich das mal ein bisschen salopp und untechnisch ausdrücke hier, und Kubuntu, da hätte ich jemanden gebraucht, der bei der Kubuntu-Gemeinde gesagt hat, jawohl, wir nehmen dieses Projekt Seminarit und packen es unter die neueste Version von Kubuntu. Habe ich niemanden gefunden, einen Sponsor, der mir das bezahlt hat, auch nicht. Und da, deswegen kam ich vor einem Jahr, saßen wir hier zusammen hier mit Sidux und die haben gesagt, ja, das ist in unseren Vereinszielen, ist das drin. Das wollen wir gerne machen und da haben wir gesagt, gut, dann probieren wir das mal zusammen. Und das hat eine, finde ich, hervorragende Zusammenarbeit gegeben hier. Und das ist ein Projekt, was jetzt läuft. Ich erzähle auch nachher noch ein bisschen über die Perspektiven davon. Andersrum. So. Ich stelle kurz Seminarix noch mal vor, damit Sie hier eine kleine Idee haben, auch nachher mit ein paar Screenshots hier. Im Groben kann man sagen, es gibt in der Seminarix-Geschichte eine große Gruppe allgemein. Das ist Software, die alle Lehrer für ihre Vorbereitung und Durchführung von Unterricht brauchen. Ob das jetzt Videogeschichten sind, Audiogeschichten, Textverarbeitung oder ähnliches mehr. Dann gibt es eine zweite große. Jede dieser Anwendungen in dieser Abteilung wird mit einem Dreizeiler vorgestellt. Und es werden die URLs, wo man die Software kriegen kann und auch weitere Informationen, sofern wir welche gefunden haben, im Netz. Jetzt muss man weiter schauen. Diese drei Gruppen von Anwendungen, die ich schon gesagt habe, eine Gruppe, das ist, was alle brauchen, alle Lehrer. Alle Lehrer müssen irgendwann Arbeitsblätter erstellen, das heißt, sie müssen entweder lernen, mit OpenOffice zu arbeiten oder mit Scribus. Ich halte mich mal gleich an die Erfreier-Abteilung hier. Das eine würde bedeuten, dass sie Desktop Publishing kennenlernen hier, das ist das Scribus, oder das Open Office ist etwas, was jeder, der mal eine Diplomarbeit geschrieben hat, von anderen Vergleichsprodukten natürlich auch schon kennt. Eine zweite große Gruppe sind die Lernspiele, weil die Lehrerausbildung natürlich anfängt bei den 5-6-Jährigen und hört auch bei den Abiturienten. Und es gibt in der Oberstufe noch eine zweite große Gruppierung, nämlich die Berufskollegs. Das heißt, wir haben hier ein ganz breit gespaltenes Altersspektrum da. Und für die Jüngeren gibt es natürlich auch jede Menge, alle, die sich mit Linux auskennen, wissen, dass da jede Menge auch an Sachen da ist. Und dann war die dritte große Gruppe, ist in Fächern zu schauen. Also Chemie oder Kunst oder Mathematik, Physik oder was halt auch an Fächern da ist und wozu die freie Gemeinschaft hier schon Dinge geschrieben hat. Es ist ein großer Verdienst vom Verein Sidux, dass sie dann einen Programmstarter gemacht hat. Man sieht es hier ein bisschen. Da kann man auf die beiden Handbücher kommen oder man kann die ganzen großen Gruppen sich angucken. Hier allgemein Chemie, Erdkunde, Informatik, Kunst, Lernspiele, Mathematik, Musik, Physik, Religion, Sprachen und Technik. Das sind die Fächer, die wir eingeteilt haben. Ich weiß, es wird sicher jemand kommen und sagen, ja, wie kann ich jetzt GIMP mal wegen eindeutig dem Fach Kunst zuordnen? Das geht natürlich nicht in Wirklichkeit. GIMP muss auch im allgemeinen Bereich verfügbar sein, aber GIMP muss, wenn man überlegt, wie man Bilder verfremden, fälschen kann, gehört GIMP auch sowas wie in Sozialwissenschaften oder Geschichte oder Politik. Das heißt, die Zuordnung der einzelnen Anwendungen zu den Fächern ist natürlich ein wenig kompliziert und nicht immer ohne Rest zu machen. Ich habe jetzt dann zwei Beispiele mal gezeigt hier für Chemie. Das habe ich bisher vier Programme kennengelernt. Es kann sein, dass jemand noch welche weiter kennt. Dann bin ich an solchen Informationen immer interessiert. Das ist Chemtool, G-Periodik, Calcium und was ist das letzte? K-Atomic? Ja, glaube ich. Das sind Programme, mit denen man hier die chemischen Elemente in ihren Aufbau und den ganzen, die Struktur der chemischen Elemente zeigen kann. Das ist natürlich relativ eng bezogen, jetzt hier eine fachliche Zuordnung. Wenn man sich das mal hier anguckt in Lernspielen, da gibt es jede Menge Je Compris oder Child's Play, kennen vermutlich ganz viele von Ihnen. Da haben Kinder sehr, sehr viel davon. Und auch in der Grundschule ist das also auch kein Thema. Die kann man da wunderbar verwenden hier. Die sind unter diesem Aspekt hier Lernspiele aufgeführt. Wir haben bei Kunst zum Beispiel gibt es ganz viele Dinge, die man verwenden kann in Kunst, aber nicht nur da. Zum Beispiel DIA, da kann man hier solche Strukturablaufprogramme, Ablaufdiagramme sehen hier. GIMP ist bekannt, dann haben wir hier Carbon, das ist aus dem CarOffice-Projekt, da ist ganz viele drin hier. Viele dieser Programme stammen natürlich aus dem KDE-Edu-Projekt. Na, das ist, glaube ich, auch klar, da ist ganz viel und sehr Wertvolles passiert dran.
Der Programmstarter hat rechts oben einen Knopf, wo man drei Möglichkeiten einstellen kann. Man kann sich entweder alle installierten Programme zeigen lassen oder alle nicht installierten, oder man stellt ihn eben auf, zeigt mir alles, und zwar sowohl die installierten wie die nicht installierten. Es ist dann auch ganz leicht, Programme, die bis dahin noch nicht da sind, hier nachzuinstallieren. OpenOffice zum Beispiel, das ist das Problem, dass bei einer CD der Platz nicht vermehrbar ist, und OpenOffice ist also auf der Seminarix derzeit nicht drauf. Einfach weil es ein, glaube ich, 120 Megabyte großes Paket ist. Und wenn man jetzt hier eine CD als Umfang hat und möchte möglichst viel von den pädagogischen Sachen drauf haben, ist klar, dass man dann Schnitte machen muss. In einem Chat mit Sidux, Chat ist für mich immer was ganz Kompliziertes hier, bin ich zu alt für wahrscheinlich. Ja. Jedenfalls in einem Chat haben wir schon überlegt, dass wir die nächste Version hier als DVD machen. Da entfallen solche Beschränkungen natürlich. Da kann man dann OpenOffice komplett drauf machen. Man kann auch, das ist eine der Zukunftsprojekte, die wir vorhaben, eine Reihe von gut dokumentierten Projekten, die Referendare, Referendarinnen und Referendare zum Nachmachen anregen. Da drauf machen, einschließlich Videobeispielen, ähnliches mehr, was ja immer auch eine Platzfrage ist. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir eine gute Ecke Weg geschafft hier. All das Ganze findet statt hier. Muss ich mal eine kleine Zwischenbemerkung einschieben, ich weiß, dass es unter den Linux-Distributionen auch immer große Diskussionen gibt, was ist eine stabile, was ist nicht stabile, was ist politisch korrekt, was ist politisch nicht korrekt, wie auch immer. Das erinnert mich ein bisschen immer an den Sandkasten. Wer das rote Eimerchen hat, der darf ganz vorne sitzen, das blaue bisschen hinten dran. Verzeiht mir, aber so kommt es mir manchmal ein bisschen vor. Ich finde jedenfalls, dass die Basis, auf der das Seminar zurzeit läuft, Sidux, sehr modern ist. Und ich habe eigentlich in der Zeit, in der ich das verwende, bisher eigentlich auch keine Probleme gehabt. Das kann damit zusammenliegen, dass ich weder Informatik noch Mathematik als Fach habe und einfach nur Nutzer bin. Das ist mir auch ganz wichtig an der Stelle. Ich will nicht meine Nächte mit jetzt irgendwelchen Sachen, Problemlösungen hier haben, sondern ich will das Gerät als Arbeitsgerät. Das hat auch den Hintergrund, dass wir im Seminar Neues für das Ministerium hier in einem Pilotprojekt teilnehmen. Und zwar laptopgestützte Lehrerausbildung. So werden Sie aus Hamburg kommen, wissen Sie, hat es ähnliche Dinge auch schon gegeben. Andere Bundesländer haben das auch schon gemacht. Und wir haben uns in Neuss entschieden, grundsätzlich konsequent und ohne Ausnahme nur freie Software zu verwenden. Und zwar entweder unter Windows, die Referendare kommen ja auch mit Betriebssystemen an, oder eben unter Linux. Wenn man sich mal so überlegt, was müssten künftige Lehrer eigentlich können, also wenn man so Kompetenzen sich hier anschaut, dann kommt man, wenn man kann es auch weiter ausdifferenzieren, aber man kommt vermutlich auf fünf Dinge. Klar ist jedem, dass man mit einem Rechner hier natürlich wunderbar recherchieren kann, ob das jetzt schon googeln heißt oder wie auch immer, ist wurscht, aber jedenfalls also recherchieren, Informationen zusammentragen und kritisch bewerten. Das wären solche Aufgaben, die ganz wesentlich sind. Natürlich gibt es in dem Bereich von Rechner und den Rechneranwendungen auch Möglichkeiten, Sprachen zum Beispiel zu üben. Also Flashcards, was man früher als Karten hatte, das sind Dinge, die kann man hier mit dem Rechner ebenfalls machen. Die Physiker freuen sich besonders über diesen Aspekt experimentieren, simulieren, experimentieren. Das zweitletzte, kooperieren. Die meisten von Ihnen, sofern sie noch an der Universität sind, wissen, dass es vernetztes Lernen, ob das jetzt WSCW, LoNet, Moodle oder was auch immer heißt, dass das eigentlich sehr im Kommen ist. Es erspart eine Menge Regenwald, weil ganz viele Papiere vielleicht, ich weiß gar nicht, muss man gucken, ob das stimmt, dass manche Papiere gar nicht mehr produziert werden müssen, aber dieses Zusammenarbeiten, Kooperieren ist natürlich auch eine der hervorragenden Möglichkeiten, die man mit dem Netz hat. Und das Letzte, was ich auch gerade mache, Dinge präsentieren. Ob diese amerikanische Version von Folienpräsentation eine geschickte Form der Präsentation ist, würde man sicher nochmal besonders diskutieren müssen. Aber es ist natürlich die Möglichkeit, dass man mit dem Rechner und Beamer die gute Möglichkeit hat, Dinge schnell zusammenzufassen. Das Risiko, was man natürlich dabei hat, ist Klammern sozusagen, dass man versucht, Inhalte auf einen einzigen Satz zurückzubringen. Und das ist wenig differenzierend. Insofern ist es immer klug, wenn man einen freien Vortrag dazu halten kann, dann kann man die Differenzierung alles schön nachliefern. Ausbildungsorte ist, glaube ich, auch klar. Hier bei uns Universitäten, Schulen, Seminare und natürlich die Schulen.
Wir wissen, dass zurzeit in vielen Bundesländern, auch in Nordrhein-Westfalen, eine Lehrer, ich nenne es inzwischen schon Deform, also Lehrerreform ist ein Buchstabe falsch an der Stelle, passieren und dass die Frage, welchen Stellenwert wird eigentlich künftig eine kritische Medienschulung in den Schulen und in den Universitäten haben, ist für mich eine offene Geschichte. Ich habe zu wenig Einblick in die Universitäten, um da eine begründete Einschätzung dazu zu haben, wie weit da eine kritische Medienschulung läuft und stattfindet. Ich weiß, dass eine Reihe von Studienseminaren in Nordrhein-Westfalen, für andere Bundesländer will ich da nichts sagen, das auch eine wenig gepflegte Tugend ist. Das heißt, da wird sicherlich auch noch was passieren müssen. Die Frage, wenn man sich die Frage stellt, wie kann eigentlich freie Software hier stärker in Schule und Ausbildung ankommen, habe ich mir mal vorgestern so drüber nachgedacht, wer kann eigentlich da aktiv werden? Klar natürlich Bund und Länder, wir haben Beispiele dafür, wir haben Beispiele dagegen, die Bundestagsverwaltung zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Nordrhein-Westfalen ist aus meiner Sicht in dieser Frage ein Entwicklungsland. Das ist ganz sicherlich kein gutes Beispiel für den Einsatz freier Software. Wenn ich nur mitkriege, was ich in Neuss, ich meine, ich bin ja leid jetzt eine Behörde sozusagen, wie viel ich da ackern muss, um das als Idee nach vorne zu bringen hier. Ich kann den ganzen Abend lang davon erzählen, tue ich aber nicht. Wer kann ebenfalls aktiv werden? Die Kommunen natürlich. Auch da haben wir Beispiele für und dagegen hier. München zum Beispiel hat es ja diese Migration inzwischen schon hier weitgehend geschafft, natürlich nicht überall. Ja? Also die Idee wird oft so getan, als sei München jetzt komplett Linux-Stadt mit Nichten und Neffen, überhaupt nicht. Das heißt, ganz bestimmte Bereiche der Verwaltung, die sind unter Linux. Ich finde das ein hervorragendes Beispiel, wo man dazu sagen. Aber die sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Andere Kommunen, wenn ich zum Beispiel mir überlege, Düsseldorf, nehmen wir mal Düsseldorf als Kommune hier, wenn die über die Frage nachdenken, wie müssen wir unsere Schulen ausstatten, um da eine vernünftige Ausbildung hinzukriegen, dann heißt die Antwort Microsoft. Dass damit unter auch IT-Entscheider sitzen, die wenig Kenntnis davon haben, das kriegen die Schulen dann auch, und so war ein blödes Beispiel mit hier, die haben dann für Moodle Leute eingerichtet, für einen Netzzugang und haben hier einfach gesagt, wir richten immer 38 Leute ein. In seltenen Fällen so, dass eine Klasse genau 38 hat. Also Frage, was ist mit, wenn 33 sitzen, was ist mit Nummer 34, 36, 38? Es gibt viele Schüler, die sagen, ja, da ist ja noch die Nummer 34, guck mal, dass wir irgendwie hinten ins System ankommen, schon weiß der Lehrer zum Beispiel gar nicht mal, wer das war. Wer ist Nummer 34? Ne? Das heißt, das sind auch dann eine Reihe von Stellen hier Entscheidungen getroffen worden, die von wenig Sachkunde sind. Bitte? Höchst unterschiedlich. Ja, höchst unterschiedlich. Also es gibt Schulen, die sind in der Tat frei. In NRW, ja, das gibt es, aber weniger. Die meisten, es hängt immer sehr davon ab, unter welcher rechtlichen Trägerschaft die Schule ist. Also wenn die Schule, sagen wir, in rechtlicher Trägerschaft der Kommune ist, entscheidet die das. Früher haben die Schulen, bis vor 5, 6 Jahren, haben die Schulen das auch noch vielfach selber entscheiden können. Aber der Umfang des Wissens, der für ein vernünftiges Schulnetz hingehört, das kriegen meistens auch die Informatiker nicht mehr hin. Vielleicht, also ich will den Kollegen nichts unterstellen. Und es ist natürlich auch eine Unverschämtheit, den Lehrern diesen Job auch noch zu geben. Die sollen unterrichten, die sollen die Schüler neugierig machen, die sollen die Schüler begleiten beim Nachdenken. Ne? So. Aber die sollen nicht jetzt hier den ganzen Nachmittag sich hinsetzen und hier irgendwelche Netzwerker zusammentun und dann einen Schulserver zusammenstellen. Das ist aus meiner Sicht Job des Schulträgers. Wenn das so ist, dann sitzen wir dann natürlich in einer gewissen Falle. Also wir müssen den Schulträger informieren und sagen hier, das ist aber das, was wir haben wollen. Es gibt auch Beispielschulen, wo genau das der Fall ist. Und ich will im zweiten Bereich noch dazu sagen, damit die Problematik einfach auch deutlich wird, das ist nicht nur eine nordrhein-westfälische Berufskolleg zum Beispiel. Da ist die Frage natürlich, ob die Industrie- und Handelskammer den Kollegen vorgibt, was sie an Software und ähnlichen Dingen abzuarbeiten haben. Die Entscheidung ist meistens klar. Inzwischen kann natürlich auch jede Industrie- und Handelskammer sagen, jawohl, wir akzeptieren auch auf der Basis von Open Office erworbene Kenntnisse in Textverarbeitung und Tabellenkalkulation. Das ist ja schon mal ein Schritt nach vorne hier. Aber bisher ist es meistens so, dass dann die Berufsschulen sagen hier, ja, was soll der Quatsch, dann bleiben wir doch gleich bei Microsoft, nehmen wir gleich das Office-Paket und arbeiten es damit ab. Denn da ist die Industrie- und Handelskammer hinterher ein wunderbarer Abnehmer und sagt, das ist super. Ja?
Also die Frage, deswegen ist es mir auch wichtig, einfach mal die Problemfelder aufzuzeigen. Die Kommunen, das ist eine Diskussion, die wird man aber dann auch vor Ort führen müssen. Die dritte Gruppe, die aktiv werden kann, da bin, denke ich, eigentlich sollten die Hersteller freier Software nicht nur jetzt, ich habe das Beispiel Sidux mal ausgegeben, Anlass genommen, ich finde, dass das eigentlich alle machen sollten. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum nicht OpenSUSE, Red Hat oder Mandrake hier auch Paketierungen machen, die den Lehrern ihre Arbeit erleichtern. Ich bin immer noch der Meinung, dass Lehrerarbeit nicht heißt, ich finde mich in irgendwelche Programme rein, sondern die müssen Support haben in dieser Geschichte. Schulungen informiert haben und nicht auf Kosten der privaten Beziehungen sich da schlau machen. Das mag ja den einen oder anderen zufriedenstellen, aber ich glaube, professionelle Lösung ist es eher nicht. Ich habe auf dem Linux-Tag in Berlin hier sowohl mit Mandrake gesprochen. Die haben gesagt, wenn wir sowas haben wollen, eine Paketierung in Richtung Schule, müssen wir in Paris nachfragen. Dann war ich bei Red Hat und habe gesagt, wie sieht es denn aus mit so einer Idee wie Seminarix, also pädagogische Software jetzt unter Red Hat meinetwegen. Dann haben die gesagt, ja, da gibt es schon einen Fork, haben sie mir gesagt, also einen Zweig. Da ist das irgendwie schon so ein bisschen vorgedacht. Aber da müssen wir in Amerika nachfragen. Dann habe ich versucht, mit SUSE einen Termin zu kriegen, der war so busy, der war gar nicht irgendwie zu sprechen. Und jedenfalls, er fand die Idee eigentlich gut, als ich das mit ihm also per E-Mail ausgetauscht habe, fand er eigentlich ganz gut, aber, bitte? Ja, weiß ich. Aber ja, es kommt auch, ich glaube, es kommt auch dazu auf den Blickwinkel an. Also wenn ich sage, Lehrer, sucht euch mal das zusammen, was ihr brauchen könnt, das machen manche, die sehr interessiert sind, da auch mal zu gucken hier. Aber der Standardlehrer hat dafür doch gar keine Zeit. Das ist auch nicht sein Job aus meiner Sicht. Also insofern finde ich, ist das so eine Service-Idee oder sagen wir mal eine Idee, das ein Stück leichter zu machen, nicht verkehrt aus meiner Sicht. Das hat mich jedenfalls motiviert zu sagen, an dieser Seminar-Idee zu sprechen. Communities vielleicht als zweitletztes hier, das ist natürlich etwas, aber ich habe eben schon darauf erwähnt, dass ich das immer ein bisschen mühselig finde. Man schreibt dann irgendwas, dann hat schon jemand das anders geschrieben, ein dritter, vierter und so, bis man dann irgendwie sich auf eine Idee dann auch versammelt hier, das finde ich nicht ganz einfach, muss ich mal sagen. Meine Tochter lacht mich aus, die ist 30, sagt, Mann, schwatter ran, das ist doch wirklich easy hier und die schattet mit Amerika und was weiß ich überall hier. Aber vielleicht muss es ja auch Unterschied im Alltag geben und die sich dann auch auswirken. Diese Idee, wie kann sie entwickeln werden? Es gibt Lernorte, ich habe das mal so genannt hier, Lernorte in der Universität. Wenn die Universitäten grundsätzlich, ich glaube, das wäre noch vermutlich am leichtesten, grundsätzlich freie Formate einfordern. Also nicht sagt, ich habe irgendwas, noch nicht mal PDF, sondern ich habe es in freiem Format, ODT oder HTML oder wie auch immer. Und das grundsätzlich tun würde, würde es zumindest dazu führen, dass wir viel mehr Referendare haben, die damit kein Problem haben. Ich habe jede Menge Referendare, wenn ich denen sage, was ein freies Format ist, dann gucken die mich so an. Und das ist, finde ich, beschämend eigentlich, also auch mit der Universität hier. Dann das Zweite, es steht auch Unterlagen ausschließlich in freien Formaten zur Verfügung und praktiziert netzgestütztes Lernen. Das macht es im Wesentlichen schon. Also netzgestütztes Lernen, glaube ich, ist an der Universität ein ganz weit geübter Brauch. Ich habe mir natürlich nicht verkneifen können, das Schulministerium auch als Lernort zu kennzeichnen, weil ich in der Tat der Meinung bin, ich habe relativ viel mit dem Ministerium in Düsseldorf zu tun. Und wenn ich manchmal überlege, es wäre schon schön, wenn da alle wirklich wüssten, wovon sie sprechen, wenn sie reden. Und aber da werde ich vermutlich aus dem Dienst gehen und diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Also ist mitunter, ich nenne das ein bisschen salopp, auf dem nach unten offenen Boden hier, sehe ich manchmal gar nicht mehr, wo die sind. Das hat wirklich, aber das kann man auch nur abends machen. So, die Schulministerium informiert Bezirksregierungen, denn die wissen über Dateiformate und Verschlüsselung auch nichts. Es ist gar nicht so lange her, dass einer meiner Vorgesetzten sagte, ja, dann schicken wir doch mal die Gutachten von den Referendaren per E-Mail. Da ist mir der Draht aus der Mütze geflogen. Ich sage, das können Sie doch nicht im Ernst sagen hier. E-Mail ist wie eine Postkarte. Ich werde doch im Leben nicht hier irgendwelche personengebundene Daten über auf eine Postkarte schreiben und Ihnen schicken. Ja, sagte, ist das so? Ist wirklich nicht allzu lange her. Das heißt, die Informationsbasis ist da auch, oder noch eine andere kleine Geschichte, irgendwann rief mich einer aus dem Ministerium an und sagte hier, die Verwaltungen der Studienseminare wissen ja überhaupt gar nichts über Datenschutz und ähnliches mehr.
Ich vermute, dass meine Angestellten noch am meisten davon wissen hier. Ja, sagt er, wir haben jetzt vor, einen Erlass zu machen. Dann schicken wir euch einen Erlass, dass ihr euch alle ab jetzt an den Datenschutz haltet. Das sage ich. Ich muss den Scherz, glaube ich, gar nicht mehr groß aufklären. Ich habe gesagt, tut doch nicht dieses, sage ich. Das ist die übliche Art des Ministeriums, mit irgendwelchen unklaren Fragen umzugehen. So ist das nicht zu lösen. Ihr müsst eine Schulung machen. Und wenn die wirklich wissen, was es heißt, verschlüsseln, wenn es heißt Datenschutz hier, und jemand vergeht sich absichtsvoll davon, dann bin ich der Erste, der mit kurzem Anlauf diesen auf die Füße springt. Aber nicht so rum. Per Erlass geht das nicht. Aber das ist die Überlegung, die das Ministerium am liebsten macht hier. Das Gleiche gilt auch Organisationen von Schulämtern, Studienseminare, lässt die Medien kritisch ausbilden. Da ist mir aufgefallen, dass man diesen Satz in zwei Richtungen lesen kann. Ne, als Erlaubnis oder als Verpflichtung. Aus meiner Sicht muss es eine Verpflichtung sein, aber das Ministerium hat keine landesweite, also jetzt immer noch Nordrhein-Westfalen, keine landesweite Konzeption. Ich habe das mehrfach angemahnt, das ist eigentlich ganz klug, eine landesweite Konzeption von der medienkritischen Ausbildung Nordrhein-Westfalen zu machen. Das versauert jetzt bei denen hier. Ich habe Gott sei Dank nur 4 Seiten geschrieben. Ja, ich war nicht so busy, dass ich gesagt habe, das hat ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist nicht so dramatisch denn hier. Dann gibt es natürlich auch, die Kommunen wollen nicht, so. Das ist die letzte Folie hier von mir hier, wofür das Ganze. Im Lauf der Zeit hat sich für mich immer eine stärkere Positionierung auch für freie Software herausgestellt. Es ist hervorragende Software. Es gibt eigentlich keinen Bereich in meinem beruflichen Leben, den ich nicht damit in irgendeiner Form abarbeiten kann. Ich kann es in meiner Stellung als Leiter des Studienseminars in Neuss nicht. Die Rechner sind alle Windows. Aber privat arbeite ich inzwischen praktisch nur noch, bis auf wenige Ausnahmen hier mit der Linux-Seite, weil ich denke, das ist exzellente Software und ich bin immer noch der Meinung, nur wer eine Alternative hat, der kann anfangen, kritisch nachzudenken. Wer keine Alternative hat, muss besinnungslos das machen, was ihm vorgegeben wird. Da bin ich, ich bin zwar kein Alt-68er mehr, ein bisschen jünger schon noch hier, aber sag mal, das ist etwas, was ich aus dieser Zeit sehr mitgenommen habe. Der kritische Kopf ist es zu pflegen. Den haben wir nicht zum Nicken, sondern zum Denken. Wenn jetzt Fragen zu diesem Teil sind, hat der Thomas die Möglichkeit, eben eine kleine umzubauen. Da gehe ich mal hier rüber. Gibt es denn Fragen? Beileidsbekundung, bitte. Also partizipieren, das läuft über den CIDO. Also auch die Überlegung, was man, der Thomas und ich sind so ein bisschen diejenigen, die halt dann mit Leuten aus dem CIDO zusammen gucken, was muss da rein, was kann da rein. Kriterien sind grundsätzlich wirklich offene freie Software. Alles andere kommt gar nicht in Frage. Das Zweite, es muss natürlich einen Praxiswert für die Schule haben. Und das ist, kriegt man relativ schnell mit. Also ich gucke mir ganz viele Sachen an und schaue, ob das geschickt ist oder nicht. Heute Morgen haben wir einen Vortrag gehört von Christoph Konkulewski über Videoarbeit in der Schule. Ja, und der hat dann hier Kino, Cinelera und verschiedene andere Sachen. Da bin ich am Überlegen, dass man das mit aufnimmt, weil das eine wichtige Arbeit ist und ich glaube, mir vorstellen kann, dass wichtiger wird. So viel zu diskutieren, jetzt was den Umfang angeht, die Menge angeht, gibt es da nicht. So schrecklich viel ist da einfach nicht da. Also da, denke ich, muss noch viel entstehen und auch geschrieben werden. Ich glaube, da hinten war noch irgendjemand. Ich hab die Frage auch mehr verstanden, so für die Zukunftsentwicklung, also was kommt zukünftig rein? Ja.
Denn momentan das System können Sie unter www.seminarix.org, da ist ja auch die ganzen Besuchsadressen sind ja da. Die zukünftige Entwicklung, das hängt ein bisschen davon ab. Also wenn irgendjemand zum Beispiel eine pfiffigere Dreizeile hat für irgendein Programm, als was da drauf ist, mir zu schreiben, wenn ich auch der Meinung bin, dann kann man dann auch streitig diskutieren hier, wenn ich auch der Meinung bin, ist das kein Problem, dann kann man das da drauf tun. Ja, die Beispiele kann man natürlich vermehren. Es hat im Februar hier eine 10-Millionen-Ausschreibung gegeben, hier vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen. 10 Millionen Select-Verträge mit Microsoft für alle Behörden in Nordrhein-Westfalen. So, da hat es auch, alle politischen Parteien sind informiert worden, weil das etwas ist, was am Parlament vorbeiging. Frage, was ist daraus passiert? Also ich pflege immer zu sagen, ich bin mit Arbeit voll bis oben hin. Das ist ein wichtiges Thema, das wird man im Auge behalten müssen, man wird auch darüber informieren müssen, auch in den Schulen hier. Aber das immer dann halt, wenn man gesicherte Daten hat, mit denen man das machen kann, ist das auch gar keine Frage. Aber ob dann wirklich was passiert dabei und ob wirklich jetzt sich eine Änderung macht, ich weiß es nicht. Ich habe die Idee, dass solange die ganzen Linux-Distributionen alle für sich alleine sorgen und kämpfen hier, dass noch nicht mal genügend Synergie für diese Geschichte da ist. Wenn das der Fall ist, wird man an der Ecke auch schrauben müssen. Gibt es noch Fragen? Ja. Habe ich noch nicht erlebt. Ich würde das gerne mit in meine Rente nehmen. Ja? Ja, ich habe aber die nach. Ja. Aber ich habe ja schon darauf hingewiesen, auf den nach unten offenen Skala. Da sammeln sich wirklich viel. Dann gebe ich. Ja. Ja. Ja, aber die Server sind doch alle auf Linux. Ist nicht wahr? Beim nächsten.
Beim nächsten Vortrag werde ich das Märchen dann als solches kennzeichnen. Bitte keine weiteren Fragen mehr, sonst hat er zu wenig Zeit. Er zeigt jetzt, Thomas Kors zeigt nochmal hier ein paar Beispielen, wie man mit der Seminarx arbeiten kann. Ja. Ach ja, genau. Du musst es. Okay. Ein paar Worte von mir. Ich bin Lehrer an einer Hamburger Schule. Seit anderthalb Jahren. Dort tätig und kam ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, dort an einer Gesamtschule, integrierten Gesamtschule unterrichtet. Jetzt bin ich in einem Gymnasium tätig, in den Fächern Physik, Mathematik, Informatik und habe hier im Siedlungsprojekt, war ich mit dran beteiligt an der Auswahl der Software, habe auch aufgrund meiner eigenen Unterrichtserfahrung, die ich mit einiger freier Software gesammelt habe, will ich hier einiges vorstellen, beziehungsweise auch einige Sachen, die ich hier neu entwerfe oder die ich neu entwickelt mache. Die freie Software in der Schule ist ja immer gar nicht so ganz einfach einzusetzen. Ich ist ja schon erwähnt worden, das ist den meisten auch bekannt. Gerade in der Schule werden uns die Rechner vorgesetzt. Man ist damit konfrontiert, die Rechnerräume sind fertig installiert. In der Vergangenheit war es so, dass man als Informatiklehrer dann, zumindest war es in Mecklenburg-Vorpommern so eine Zeit lang, dass man dann einige Stunden freigestellt gekriegt hat, um den Computerraum bzw. die ganzen Rechner zu administrieren. Und das war natürlich auch ein Glück dafür dahingehend, dass ich mit Linux überhaupt stärker in Berührung kam und dass ich mich nämlich darum gekümmert habe, weil mit Windows war mir die Administration im Computerraum einfach zu zeitaufwendig. Die Zeit, die ich gekriegt habe, die reichte nicht aus. Und da war mir Linux dann sehr gelegen gekommen, um damit zu arbeiten. Und so hat sich das im Laufe der Jahre, ich habe seit 98 ich begonnen mit SUSE damals und bin dann hier irgendwann gelandet und arbeite also auch aktiv mit dieser Software auch im Unterricht. Ja, ich will ganz kurz erstmal mal vorstellen, was für Forderungen ich eigentlich, welche Kriterien eigentlich dahinter stecken, was ich eigentlich an Software überhaupt im Unterricht fordere. Und diese Forderungen stehen natürlich auch an freie Software im Unterricht. Und da will ich mal drauf eingehen. So, wie sieht das aus? Warum freie Software nochmal? Einiges ist schon gesagt worden. Oft nicht bedacht, die Schüler sollen auch mit zu Hause arbeiten. Eltern sollen unter Umständen mithelfen können oder auch sich mit dran beteiligen. Auch die Eltern sind ja manchmal oder in sehr vielen Fällen selber Lernende am Computer. Und bei freier Software haben wir eben den großen Vorteil, jeder kann jedem die Software mit ruhigem Gewissen in die Hand geben. Ich nötige niemanden zu Raubkopien. Dieses Thema Raubkopien ist in der Schule, es wird im Großteil nicht sehr ernst genommen. Das ist also bei mir in der Schule keine Seltenheit. Schüler mir ankommen, Herr Kross, ich habe hier Photoshop. Können wir das nicht hier im Unterricht einsetzen? Dann muss ich immer deutlich machen, was da alles hintersteckt, gerade auch in der Schule, in der öffentlichen Einrichtung. Und dass das so ist, als wenn ich in den Laden gehe und mir die Sachen da einfach mitnehme, ohne zu bezahlen. Das ist einigen oder sehr vielen nicht so geläufig oder nicht so klar. Das ist auch, da hat man auch viele Diskussionen mit. Ziemlich viel zu tun mit. Ja, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte mit der freien Software, gerade auch unter den Linux-Distributionen. Das Schöne, dass man in der Regel ein Paketmanagement hat, sodass man die Applikationen erstmal, dass man den Schülern allen die gleichen Applikationen in relativ kurzer Zeit anbieten kann.
und das Ganze auch gut warten kann. So ist das hier gerade was drüber gekommen. So. Das Weitere ist auch ein schöner Vorteil, man kann also selbst weiterentwickeln, Anpassungen vornehmen und beziehungsweise man kann es auch in Auftrag geben. Hier werden eigentlich auch die öffentlichen Träger auch in der Lage, eigentlich hier mehr zu machen, gerade was Universitäten und Hochschulen betrifft. So, das ist auch schon angesprochen, offene Dateiformate, freier Austausch möglich. Auch das Thema wird ja oft nicht so wichtig gehandhabt. Meistens ist ja so, dass Doc-Formate oder die Excel-Formate dann meistens als Standard gelten und dass man das dann auch in dieser Form zugeschickt wird. Für mich ist es manchmal ein Problem, weil ich selber kein Windows im Einsatz habe. Wenn ich also Dokumente bekomme, die manchmal auch mit OpenOffice manchmal nicht ganz korrekt laufen, dann ist das für mich ein Problem. Und deswegen finde ich das nicht gut, wenn man proprietäre Formate verwendet hat. So, ja, was für eine Forderung stelle ich? Software, die Schüler nutzen, und das sind ja eigentlich die Hauptnutzer, eigentlich weniger der Lehrer, da soll es eigentlich hingehen, dass die Schüler eigentlich mehr die Nutzer der Software sind und nicht der Lehrer. Und da ist eine ganz wichtige Forderung, die gestellt werden muss. Die Schüler müssen schnell, ziemlich schnell damit zurechtkommen, weil wir haben nur eine begrenzte Zeit. Und wenn ich mit Schülern sehr lange arbeiten muss, um damit sie überhaupt mit dieser Software umgehen können, dann ist das für mich an der Mathematik zum Beispiel vorbei, weil ich dann mehr Softwarenutzung erkläre, als mich mit der Mathematik auseinanderzusetzen. So, und bei komplexeren Programmen, da gehe ich nachher nochmal drauf an, da ist es sicherlich so, da muss man denn schon auch ein bisschen mit der Software trainieren oder mit der Software die den Umgang kennenlernen, aber bei einfachen Programmen muss einfach sein, dass sie einfach schnell bedienbar ist, dass man da schnell rankommt und schnell umgehen kann. So, ja, das passt eigentlich dazu. Weitgehend selbstständig mitarbeiten können. Die Schüler sollen mit der Software genügend Freiräume haben, um etwas auszuprobieren, um zu analysieren, zu vergleichen. Und ein weiterer wichtiger Punkt auch für Softwarenutzung in der Schule ist, dass sie ihre eigenen Lernmaterialien entwerfen können. Was ist eigentlich hier an der Software auch die Selbstständigkeit wichtig? Sie müssen sich mit den Aufgaben, die sie bekommen, sollen sie mit der Software so arbeiten können, dass sie die Aufgaben, die sie erhalten, selber über Softwarehilfe hier lösen können. Und ich habe das hier mal rausgearbeitet. Wir sind zurzeit in Hamburg bei uns an der Schule. Wir ändern unsere Methodik etwas ab. Die ist ein bisschen dahingehend anders, dass ich abweichen darf auch von den offiziellen Lehrplänen. Ich darf also von den Rahmenplänen. Ich habe also das ein offenes Ohr gefunden bei unserem Schulleiter bzw. von der gesamten Schule, dass wir dort von den Rahmenplänen abweichen können. Und wir haben dort etwas entwickelt, ein Projekt Forschendes Lernen nennt sich das, wo Schüler eine Forschungsaufgabe bekommen und über diese Forschungsaufgabe selber sich Wissen aneignen. Also sich selber auch den Hintergrund, den mathematischen zum Beispiel, mathematischen Hintergrund selbst erarbeiten über diese Forschungsaufgabe. Und dort ist hier so eine Software sehr, sehr hilfreich. Diese Softwarenutzung sehr hilfreich in allen möglichen Formen. Also da können Sie sehr, sehr viel gebrauchen an Software, weil ich da als Lehrer nicht immer so viel erklären muss. Sie können sich das ja selber erarbeiten. Und da lernen Sie auch am meisten. So, was auch wichtig ist, Software, wo die Schüler sich also bestimmte Sachen einfach festigen können. Das sind Sachen, zum Beispiel einfache Prozentrechnungen oder einfache Rechenaufgaben, gerade für die kleineren Kinder, sehr wichtig, dass sie das schnell üben und festigen können. Wichtig auch bei der Software, dass sie mithilfe der Software ihre eigenen per Hand gerechneten Lösungen, dass sie die schnell überprüfen können. Und dass man das nicht ja, als Lehrer erst abwarten muss, jetzt wäre es jetzt fertig, dass man es hier also auch schon, dass sie nicht auch die Lösung schon fertig kriegen, sondern dass sie sich die Lösung selber holen, über die Software selber holen und selber prüfen können. Ja, Sie können natürlich hier über verschiedene Möglichkeiten der Software können Sie sich die Aufgaben
Lösungen und die Lösungsschritte darstellen. Das, denke ich, ist auch immer eine sehr schöne Form, auch für andere Schüler, um das anderen Schülern zu vermitteln. Ja, und selbstständig Lernmaterial, das hatte ich vorhin schon mal. Hier denke ich vor allen Dingen an solche Sachen wie zum Beispiel Multiple-Choice-Tests, die die Schüler hier selbstständig erstellen können und das dann anderen Schülern dann auch zur Verfügung stellen. So, ja, jetzt ist ein kleiner Fehler drin. So, das hatte ich, habe ich hier nochmal zusammengefasst. Also die ganze Lehrerrolle, das ist eigentlich ein ziemlich umfassendes Ziel, dass der Lehrer so ein bisschen zurückgeht und die Schüler eigentlich mehr machen. Und da ist eigentlich der Software-Einsatz in der Schule eigentlich ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, um sich hier um zu organisieren, um den ganzen Lernprozess zu organisieren. Und die Schüler sich also selber das Wissen aneignen und nicht der Lehrer. Ja, ich vermute mal, dass ich jetzt hier durch die Veränderung der Auflösung umsetzen kann. Aber so, ich will mal einige Sachen vorstellen. Ich habe aus dem Bereich der Mathematik habe ich hier einmal ausgewählt einige Beispiele. So. Na. So, das Programm hat auch einen kleinen Fehler noch beim Abspeichern. Ja, hier ist auch die Auflösung jetzt nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Ist das hinten noch erkennbar? So, ich habe mal so einen kleinen Überblick, was wir auf der Seminarik-CD mit untergebracht haben, beziehungsweise zur Auswahl gestellt haben. Ein Kernprogramm in der Mathematik ist hier das WX Maxima, ein Computer-Algebra-System. Vor dem Hintergrund, ich möchte vielleicht einen ganz wichtigen Hintergrund hier darstellen. Es wird in der Schule, in der Mathematik zurzeit, ist es so, dass die Schüler in der Oberstufe Taschenrechner einsetzen, sogenannte Computer-Algebra-Systemrechner. Die liegen im Kostenpunkt bei 120, 150 Euro, die diese Schüler nutzen. Und diese Rechner können nichts weiter außer Computeralgebra-System. Und der Gedanke ist, diese Rechner abzulösen, durch Computer abzulösen, ganz und gar durch den Computer abzulösen und dieses Computeralgebra-System auf einem Notebook bzw. auf einem Netbook mit zum Einsatz zu bringen. Hier haben wir uns in der Schule das Ziel gesetzt, sogenannte Netbook-Klassen einzusetzen. Das heißt, jeder Schüler bekommt ein Netbook in die Hand und hat darauf seine Software. Da eignet sich gerade diese freie Software besonders gut. Und sie haben dann also auch das Computer-Algebra-System, aber dieses Netbook kann natürlich wesentlich mehr als nur Computer-Algebra-System zu sein. Ja, das Computer-Algebra-System, da will ich nachher noch einen kleinen Beispielaufgabe bringen. Sehr umfassend zu nutzen im Unterricht, gerade auch für die selbstständige Schülertätigkeit. OpenOffice Calc und CalcSpreet als Tabellenkalkulationen. Es gibt ja in der Schule im Bereich der Mathematik, ist das ja ein Rahmenplan drin, die Nutzung von Tabellenkalkulationen. Zurzeit wird ja meistens dann auf Excel zurückgegriffen und der Begriff Excel spielt auch in der Schule als Begriff. Also wenn ich jetzt anfange mit Tabellenkalkulation, mit dem Wort Tabellenkalkulation können Lehrer oft nichts anfangen. Also sie kennen nur Excel. Und so, jetzt habe ich noch was weggeklickt oder ist das weggegangen hier? Profi-Effekt. Ist Film abgestürzt? Abgestürzt. Nicht so schön. So, da muss ich nochmal nachprüfen, was da los war. Okay, ich gehe das einfach sonst mal anders durch, dann machen wir das anders. So, ich nehme mal das hier an dieser Stelle. Wir haben ein interaktives Geometrieprogramm. Ich werde ganz kurz nachher nochmal was sagen zu dieser interaktiven Geometrie. Die kann man nämlich auch für die Analysis einsetzen, also kann man auch für andere Zwecke missbrauchen. Das Plot-Programm KMPlot. Hiermit kann man sehr schön die Schülerfunktionen darstellen lassen und auch ein bisschen rumexperimentieren.
PubPercentage ist ein typisches Programm für Schüler, ihr Wissen zu festigen. Das ist also nicht geeignet dafür, um jetzt Prozentrechnung zu lernen, sondern einfach nur zu festigen. Das einfach selbst zu prüfen, was können Sie eigentlich in der Prozentrechnung. PubPercentage, also als Tabellenkalkulationsprogramm, ja sehr umfassend, da will ich nicht weiter drauf eingehen. PuxMath, gerade im Bereich der kleineren Kinder, sind die Programme noch ziemlich rar gesät. Meistens handelt es sich hierbei um Rechenprogramme im Bereich der Mathematik. Aber ich denke mal auch zur Festigung hier für das Rechnen üben. Eine nette Sache, auch für die Kinder ist es ja auch immer wichtig. Heutzutage, die Kinder wachsen ja mit dem Computer auf, freuen sich, wenn sie den Computer in die Hand kriegen und damit auch ein bisschen arbeiten können. Das ist für manch einen Lehrer nicht immer ganz nachvollziehbar, warum die so viel daran Spaß haben, aber es ist einfach eine Motivationsfrage, die Sache nicht per Hand zu rechnen, sondern am Computer. Letztendlich machen sie aber nichts weiter auch als rechnen. So, okay. Ich will mal ein Beispielprogramm, eine Beispielaufgabe darstellen. Ich habe das jetzt mal nur so dargestellt. Und zwar eine Aufgabe, die hier zum Beispiel mit dem Computeralgebra-System lösbar ist, die man hier also bewerkstelligen kann. Kostenfunktion, ich weiß jetzt nicht, wem das jetzt was sagt. Das ist also in Hamburg in der 10. Klasse, ist das im Rahmenplan drin. Und jetzt kann man das hier ziemlich einfach mit WX Maxima realisieren. Ich brauche nämlich bloß die Funktion zu definieren. So, nämlich die Kostenfunktion, das ist hier eine Funktion dritten Grades. So, damit die Schüler können sich das ziemlich schnell selbst veranschaulichen. In der Vergangenheit war es immer so, dass die Schüler sich dann Tabellen zeichnen mussten. Das kann man auch immer noch machen, nach wie vor. Es ist also kein Problem, nach wie vor die Schüler auch mal eine Wertetabelle zeichnen zu lassen. Aber wenn man jetzt so eine konkreten Aufgaben hat, ist es ziemlich müßig und es ist nicht sehr förderlich der ganzen Sache, weil das eine Sache ist, die sie dann meistens dann mit Taschenrechner gerechnet hatten. Und hier können sie sich die Funktion auch relativ schnell erschließen, den Funktionsverlauf. So, erstmal ist das dann hier die Funktion nochmal so dargestellt. Und dann kann man die Funktion hier ziemlich schnell aufklappen lassen. Hier ist natürlich jetzt das Problem, hier können die Schüler natürlich rumexperimentieren, in welchem Bereich ist es eigentlich sinnvoll, diese Funktion anzuzeigen. Ich mache das jetzt mal hier schnell vor. Ich weiß das natürlich, wo es sinnvoll wäre. So, und dann hat man praktisch den Funktionsverlauf. Man sieht hier einen Wendepunkt hier drin in dem Funktionsverlauf. Hier geht es jetzt natürlich dann darum, die Kostenfunktion, also die Herstellung in Abhängigkeit von der Stückzahl kostet natürlich entsprechend und es gibt demgegenüber gibt es entsprechende Erlöse. Jedes Notebook erbringt 200 Euro. Das ist hier natürlich eine grobe Vereinfachung der ganzen Sache. Und man kann das dann hier ebenfalls als Funktion definieren. So, und jetzt kann ich natürlich auch daraus die entsprechende Funktion darstellen. Und ich kann natürlich jetzt auch die Gewinnfunktion ermitteln, ziemlich schnell. Die Gewinnfunktion ist natürlich die Einnahmen minus die Ausgaben.
also Einnahmen minus Kosten. Und da habe ich erstmal schon mal die Funktionsgleichung gleich dafür, für diese. Und kann das natürlich dann auch gleich grafisch darstellen. Und das ist dann. Moment, jetzt habe ich natürlich. Ja, das ist auch immer eine Erfahrung, den richtigen Bereich festzulegen. Ich nehme mal wieder bis zu 70 Stück. Ja. Ich muss mal gucken, jetzt habe ich einen Fehler drin. Ja, Lauterfenster habe ich noch. Ja. Ich das mal. Moment, so kann er das nicht machen. So, dann kriegen wir das hin. Ja, das sind manchmal kleine Hürden, die dass die Schüler das hier beherrschen, diese Formatierung fragen, beziehungsweise das wäre also praktisch die Gewinnfunktion. Die Schüler können jetzt also selber ermitteln, in welchem Bereich von Stückzahlen produzierter Netdruck würde es jetzt hier praktisch Gewinn ergeben, wo hat man den Verlust. Man sieht das dann hier bei 8 Netdrucks und hier hinten bei, ja, das kann man dann hier, und das ist dann Aufgabe der Schüler auch auszufinden. Wo sind denn die Nullstellen? Das lässt sich ja auch mit diesem Passsystem sehr einfach machen. Aber die Zeit ist, glaube ich, um, ne? 4 Minuten. Ja. Gut, ich wollte eigentlich noch, dann nehme ich mal noch ein anderes Programm mit vor. Und zwar geht es dabei darum, um KMPlot, Nutzung Klassenstufe 8. Die Schüler sich selbstständig einfach mal erschließen sollen, wie ist eigentlich ein Funktionsverlauf, einer einfachen quadratischen Funktion, der Funktionsverlauf, sich einfach zu erschließen. So, und dabei sollen sie selber mal herausfinden, wie verändert sich also hier die Energie in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit eines Fahrzeugs. Einfache quadratische Funktion und einfach zu einem Schnellverfahren zu analysieren, wie verändert sich eigentlich der Funktionsverlauf hier. Und das kann man hier recht schön mit KMPlot realisieren. So, ich kann also hier die Funktion festlegen. Ich nehme mal die erste Energie in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit. Die Masse ist das 500 Kilogramm. Das wird durch 2 geteilt mal Quadrat und dann haben wir die erste Funktion. Und jetzt ist die Frage, wie ändert sich das jetzt, wenn der Parameter, also die Geschwindigkeit hier verändert wird, wie ändert sich da der Funktionsverlauf? Ganz schnell für die Schüler zu ermitteln und das natürlich dann auch entsprechend auszuwerten. Wenn wir jetzt 1000 Kilogramm haben, und bei 1500 mache ich das auch nochmal. So, und so können die Schüler eigentlich ziemlich schnell erfassen, was bewirkt eigentlich der Parameter vor dem V², also die Funktion f von x gleich a mal x Quadrat, was man in der Mathematik ja dann auch betrachten soll, können Sie recht schnell analysieren, was passiert mit dem Funktionsverlauf, also dass die Parabel hier sich immer mehr streckt, das kann man hier auch recht zügig dann auch mal selber. Das Schöne ist im Gegensatz zum Buch, dass Sie selber aktiv sind dabei, also selber die Funktion eingeben, selber aktiv sind und das in relativ kurzer Zeit auch erschließen können, den Sachverhalt. Bin ich.
ja, gut. Ja, das ist auch eine Sache, die jetzt in der 8. Klasse habe ich aber keinen grafischen Taschenrechner. Ja, nee. Das ist jetzt also in der Mittelstufe, da habe ich ja noch keinen grafischen Taschenrechner, da habe ich gar nichts weiter zur Verfügung. Das ist also die Lernziele werden erreicht. Das Problem ist natürlich, was man, worauf man aufpassen muss, oder was der Unterschied ist. Sie arbeiten ja sehr viel selbstständig, die Schüler. Also ich gebe gar nicht so viel Anleitung. Und sie erschließen sich die Programme ziemlich schnell selber. Ne? Also, gut, ein paar Sachen muss man sicherlich sagen, die erfragen sie dann auch. Aber die Lernziele werden genauso erreicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sie zum Teil schneller erreiche als mit herkömmlichen Methoden. Ja. Das ist noch ein Wunsch, eine Netbook-Klasse einzurichten. Das haben wir also noch nicht, aber vielleicht die erste Frage zu Seminarix, es läuft auch auf Netbook. Also ich habe es auch laufen auf dem Asus EEE, vor allem mit diesem kleinen Bildschirm, aber es ist auch funktionstüchtig und läuft vollständig. Es lässt sich ja über eine SD-Speicherkarte oder USB-Stick dann auch booten. Man kann also das Netbook einfach so nehmen, wie es ist, SD-Speicherkarte rein, von der SD-Speicherkarte booten, und dann läuft das Seminarix auch davon. Yeah.